Martial Arts. Wer von euch weiß, was Martial Arts bedeutet? Kennt ihr, wer von euch kennt den Begriff Martial Arts nicht? Wer kennt nicht? Okay, wer kennt den Begriff? Wer hat schon gehört? Was bedeutet es denn? Kampfkunst. Bedeutet Kampfkunst, so einfach ist es. Bitte? Ich habe es gestern gegoogelt. Hast gestern gegoogelt. Martial Arts heißt nichts anderes als Kampfkunst. Wird ganz oft draußen genommen, der Begriff. Wer kennt von euch den Begriff Mixed Martial? Mixed Martial Arts. MMA. Was machen die? Käfigkämpfe. Und Mixed Martial Arts bedeutet, die boxen wie die Boxer, die drehen wie die Kickboxer, die ringen wie die Ringer und am Boden machen sie Jiu-Jitsu. Also gemixte Kampfkunst. Kampfsportler nutzen den Begriff mittlerweile auch, Martial Arts, aber im Prinzip ist es eine Kampfkunst und das, was wir hier machen, ist Martial Arts. Wir machen ja Kampfkunst, wir machen ja nichts anderes. Ich verwende nur den Begriff nicht, weil wir machen chinesisches Wing Chun in Deutschland und fangen jetzt noch mit englischen Begrifflichkeiten an, macht für mich keinen Sinn. Aber nur, wenn da draußen jemand sagt, ey, ich mache Martial Arts, und dann sagt ihr, nee, sowas machen wir nicht, wir machen Wing Chun, da blamiert er euch. Also ich habe letztens sogar einen Kampfkunstmeister mich mit dem unterhalten und er hat dann gesagt, ja, da gibt es ja so Filme, dieses Material Arts. Nein, wir machen nicht Materialkunde. Wir machen auch nicht Materialkunst oder sowas. Wir machen Martial Arts, aber was wir tun ist, wir machen Wing Chun kühn, ist ein Kung Fu, ist eine Selbstverteidigung, können wir nennen, wie wir wollen, wir können es auch Martial Arts nennen. Okay? Martial Arts.